Ah, da hätten wir aber auch seinen speziellen wieder. Prüfung von. Prüfung des Anubis, aber okay. Ha. Weißt du, wo ich jetzt einmal wieder Bock hab? Glaub. Ich mach einmal das. Ich hab irgendwie grad Bock auf Story. Hab grad jetzt einfach irgendwie Bock auf Story gekriegt. Ich kann es euch jetzt irgendwie nicht sagen. Es ist eh geil, die Nebenquests und alles drüber da, keine Frage. Aber irgendwie. Kann es euch jetzt nicht beschreiben. Ich habe jetzt einfach irgendwie Bock wieder, irgendwie geschichtlich weiterzumachen. Ich habe jetzt so meine 4, 5 Nebenquests haben wir jetzt gemacht gehabt. Jetzt will ich einfach wieder Geschichte haben. Dadurch, dass ich sowieso die Gebiete nicht fertig machen werde, weil wir noch so viele Rufzeichen haben, dementsprechend. Ja. Für was dann auch? Für was? Dass ich dann in jedes Gebiet doppelt, dreifach, vierfach hinlaufen kann? Na sicher nicht. Na gut, dann schauen wir, der letzte Major. Oh, das. Jetzt sind wir wieder nicht gut da. Der letzte Major hört sich schon wieder nicht gut an. Normalerweise nur die Präsenz von uns, sollten wir uns normalerweise schon haben dran. Alter, nettes Versteck. Nettes Versteck? Ja! Das ist aber geil! Das ist aber nicht das eine Versteck von Anfang an. Na, 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 na. Das ist ein bisschen weiter. Rechts. So Mitte rechts ist es. Oh doch, das ist es. Ha! Org. Hayek. Es ist so lange her. Oh, Flavius naja, ist so lange tot. auch wieder nicht. Ich habe viel Oh, durchgemacht, schön. um unseren Sohn aus der Duat zu holen. Chemo hat nun Frieden. Möge er durch die Gefilde der Binsen wandeln. Ich fahre nach Rom, um. Rom? Rom? Hast du immer noch diese närrischen Ambitionen? Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Ah ja? Du vergeudest deine Energie. Ah. Du bist der berühmte Magi. Phanos spricht die ganze Zeit von deinen Heldentaten. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Das sind Brutus und Cassius, unsere römischen Brüder. Wir erledigen diese verfluchten Bastarde aus Übersee. Septimius und Cäsar. Der Orden ist nicht mehr nur ein ägyptisches Problem. Herrscht Kleopatra denn noch? Es gibt keinen Herrscher in Ägypten. Es ist der Gnade von Tyrannen ausgeliefert. Unsere Königin hat uns für Rom verlassen. Hier hat sich nichts verändert. Memphis wird vom Orden kontrolliert. Ah ja, wir brauchen dich. Scheiße, nach Rom! Ich kann mir aber jetzt nicht vorstellen, dass wir nach Rom gehen. Nur wegen ihr. Der wird Ägypten fix nicht verlassen. 100% nicht, 100% nicht. So kann ich es nicht enden lassen. Ah ja, diese verfluchte Sphäre. Warte kurz. Nee. 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 Wir haben jetzt so viel durchgemacht. Wir haben so viel durchgemacht. Er hat eh schon jeden verloren. Und ihr wollt mir jetzt erzählen, dass es das letzte Mal mit seiner Frau ist? Sprich ein letztes Mal mit Aya. Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Leute, ernsthaft? Nee. Alter, Bayek hat so vieles durchgemacht. Er hat wirklich schon so vieles durchgemacht. Und da muss er jetzt wirklich noch Abschied nehmen von seiner Frau. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Ich frage mich, ob er sich dann ab sofort an irgendeinem anderen gönnt. Nee, aber. Alter, du hast so vieles durchgemacht. Sebester Haverer, sein Sohn.
Die eine Tochter von den einen anderen Haverer. Das. Alter, der hat ja eh niemanden wirklich mehr. Okay, ja, die Verbündeten, aber das ist nicht... Das ist nicht Familie, das ist... Das sind nur Wegbegleiter, sagen wir es mal so. Das sind nur Wegbegleiter. Den letzten Menschen, was er noch hat. So wirklich hat. Wo man vielleicht doch behaupten kann, Familie. Alter. Unsere Siege haben sich vervielfacht. Unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auch fallen. Alle fallen durch uns, und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte, berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Ja. Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klingen und lassen die Hoffnung sprießen auf dieser schlechten Erde. Gut, Ayek von Siva. Wofür willst du stehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei. Oh, mit der legendären Musik, aber finde ich schon stark jetzt gerade. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Leute. Aber schade. Aber geil, dass es dann quasi schon mal in die Richtung geht, ein neues. Scheiße. Einfach scheiße. Ich feiere es irgendwie, ich find's geil, ich find's scheiße. Es tut mich gerade irgendwie komplett zwiespalten, das Ganze hier. Ich hätte auf dich hören sollen. Oh, Habibti. Oh, shit. Das müssen deine letzten Worte sein. Wer zum Teufel bist du? Kommt dir der Name William Miles bekannt vor? Der Assassine? Dann weißt du, wer ich bin. Wir, die Assassinen, haben dich beobachtet. Es ist ungewöhnlich für eine Angestellte von Abstergo, sich für Revolutionen zu interessieren. Da hast du recht. Wir wissen von deiner Arbeit mit dem Animus. Erstaunlich, was du und Diana geschafft habt. Die? Sie haben euch reingelegt, oder? Sophia Ricken hat euch so viel versprochen. Das reicht. Wir reden nicht über sie. Gut. Es gibt genug anderes zu bereden auf unserer Reise nach Alexandria. Oh. Du glaubst, dass ich dich begleiten werde? Tja, welche Optionen hast du denn? Du kannst mich begleiten. Oder du kannst hierbleiben und den Totentanz nochmal tanzen. Und nochmal, bis du einen Fehler machst. Sie brauchen nur einen Fehler. Du kannst nicht zurück in dein altes Leben, Layla. Das hatte ich nie vor.
Aber du könntest endlich mitarbeiten am Animus-Projekt. Unserer Version davon. Ach, sorry. Und bei uns. Wollt nur mal ganz kurz das Stream selbst anhören. Funktioniert eh, weißt? Na gut. Probieren wir's. Das heißt nicht, dass ich auf deiner Seite bin. Das reicht. Alter, fahren wir jetzt wirklich dorthin? Nee.